Guten Tag. Gedanken zum Tag aus Weinderstadt. Wir haben ja ein neues Sofa, wie Sie sehen. Das können wir uns noch leisten. Aber warum melde ich mich nochmal zu Wort? Wir waren gestern bei einem Kindergeburtstag und ich habe ja in der Verwandtschaft sehr viele Unternehmer. Ne? Also ich bin weit und breit der Einzige, der kein Unternehmer ist. Und außerdem bin ich im öffentlichen Dienst und war mein Leben lang Gewerkschafter und Personalrat und Links. Also das ist schon ein bisschen komisch, aber ich kann das ertragen, in so einer Runde zu sitzen, wenn das nicht abgleitet. Also wenn da zu viel Alkohol im Spiel ist und dass da so ein Stammtischniveau entsteht, das nicht. Ich habe mich da einmal zu Wort gemeldet, da ging es um die Bundeswehreinsätze in Mali oder Afghanistan. Und da habe ich geäußert, da brauchen wir gar nicht erst hingehen mit deutschen Soldaten. Und selbst das war zu viel. Ansonsten habe ich da die Unternehmerrunde sein lassen und habe dann geguckt, was die Kinder machen. Kinder in verschiedenem Alter. Und da war auch ein Kind dabei, was jetzt schon, sie, das Mädchen, sehr weiblich wurde. Das kann man hier ruhig mal öffentlich sagen, ohne Datenschutz zu belasten. Man weiß ja nicht, wo es war, im Enzkreis nämlich, das dürfen Sie ruhig wissen und die hat mir auch sehr gut gefallen. Aber jetzt ist es gerecht, dass eben diese Unternehmer hier die tollsten Immobilien haben und Grundstücke und auch im Ausland habe ich erfahren, eine Eigentumswohnung in einem Urlaubsort an der Adria und so. Man muss auch 15 Stunden hinfahren und so, das wäre mir zu weit. Und sonst steht die Wohnung halt leer das ganze Jahr und 3 Wochen ist man dort. Das gibt es auch an den Nordseeinseln, haben wir erfahren, als wir auf Föhr waren. Da war auch eine Familie aus Heidelberg und die haben auch gesagt, hier haben wir halt eine Wohnung. Wir da 2, 3 Mal im Jahr hin. Und ansonsten steht die Wohnung leer. Und das im Zeitalter, wo wir eine relative Wohnungsnot haben in Deutschland. Es gibt genug Leute, die können nicht anständig wohnen. Es gibt keine preiswerten Wohnungen. Es gibt zu wenig Sozialwohnungen, ganz einfach. Das hat man versäumt. Das ist ein politisches Versäumnis. Der Sozialstaat ist auch wichtig. Die Unternehmer, die ich da gestern angetroffen habe, ich weiß natürlich nicht, wie die mit ihrem Personal umgehen. Der eine hat also mindestens 20 Leute an 3 Standorten und so. Ist ein Geschäftsführer und einer ist Geschäftsführer. Da hat er auch mindestens ja, noch mehr. Und bei den anderen beiden weiß ich die Branche gar nicht. Aber die Unternehmer heiraten auch untereinander, haben wir gestern erfahren. Meine Frau hat sich dann auch mit einer anderen Frau ähnlichen Alters, die früher auch schon in einer Unternehmensfamilie war und mit 25 und so weiter, hat sie eben dieser stolze Unternehmer geheiratet. Das war dann die Lebensleistung, was wir da auch teilweise gesehen haben. Und das ist sehr angenehm. Sitzen Sie mal in einer parkähnlichen Gartenanlage, wo mehrere Schirme variabel sind, Grill und Küche, eine separate Küche nur für Party feiern. Das ist sehr angenehm, das Ambiente und so weiter. Und aber was man da für tun muss und wie man sich einschränken muss, lebenslänglich vielleicht, wenn man im Mittelstand ist, ist die andere Seite. Ich glaube, dass der Feierabend bei so einem Unternehmer natürlich nicht gegeben ist. Und ich kann natürlich einen Löffel fallen lassen um 4 oder früher und sagen, jetzt mache ich Feierabend. Das ist der Unterschied. Also ich habe Respekt vor Selbstständigen. Die haben auch eine Verantwortung, sicherlich eine gesellschaftliche Verantwortung für, dass das funktioniert und dass das Personal eben hier entsprechend bezahlt wird und sichere Arbeitsplätze. Ob das da der Fall ist, weiß ich gar nicht, aber so wie Sie sprechen, ist das sicherlich der Fall und da ist keiner dabei, der jetzt als Ausbeuter von mir eingestuft wird. Also das Ausbeuterische kommt natürlich mehr in den höheren Ebenen. So beim Dr. Merz hier, Black Rock, wo er ja mal war, oder diese Wohnen und Vonovia, die könnte man ja mal enteignen, wenn eben das eine reine Ausbeute ist. Also wenn da die Preise auch und so explodieren von den Immobilien und Mietwohnungen, die man hier betreut und wo man eben die Miete hier verlangt, wenn
das total explodiert und wuchert im Spiel ist, teilweise, dann erkennt man ja auch in bestimmten Branchen mal an Enteignung denken. Hat ja nichts mit Sozialismus zu tun, das wird oft verwechselt. Und dann kommt man gleich an den Karren, willst du die DDR zurück? Natürlich nicht, aber das möchte ich jetzt hier nicht vertiefen. Die politische Seite. Ich war ja innerlich ein bisschen vorbereitet, da vielleicht ein Akkordeon zu ergreifen, ein bisschen zu singen und zu musizieren. Und zugunsten von dem Kind, das hätte ich drauf gehabt. Ich spiele ja immer so ein bisschen aus dem Hut. Mit spontanem Text und Reimen und Singen und so, das kann ich ja nicht mehr so gut wie früher. Ich habe ja meine Fingerschwierigkeiten, die sind krumm teilweise und dann habe ich ja asthmatischen Husten manchmal. Also in so einem Familienkreis kann man schon mal das Instrument ergreifen, das kommt auch immer gut an. Das war gestern nicht der Fall. Da gab es andere wichtigere Themen, auch über den Virus und wann muss man sich da testen und impfen und so. Ich habe mich da nicht so beteiligt und das kann ich inzwischen. Wenn ich als Musiker, über 40 Jahre lang habe ich ja musiziert am Wochenende, das ist ja auch so etwas Ähnliches wie unternehmerisch selbstständig tätig zu sein und habe auch auf vieles verzichtet dadurch, das stimmt, aber ich habe nicht jedes Wochenende musiziert die letzten Jahre bis 2014. Und insofern weiß ich ja, wie es ist, aber ich mache mir nichts mehr aus, wenn ich nicht im Mittelpunkt einer Veranstaltung stehe, wenn ich einer von vielen bin, die da teilnehmen. Es gab Gutes zu essen. Ne? Der eine hat gesagt, hier zwei Sachen sind wichtig, Bier und Fleisch. Ne? Kann man auch anders sehen. Ne? Also Bier braucht man nicht und Fleisch auch nicht. Aber ich habe trotzdem ein gutes Fleisch gekriegt, ein schönes Filetsteak und das war so ein richtiger, so groß wie ein Klodeckel, ne? Und auch kräftig. Also da kann man eine halbe Stunde dran essen, ne? Mit Beilagen. Auch mit schlechten Zähnen. Aber schön war, dass es eben harmonisch abgelaufen ist. Das ist ja nicht immer so bei Familienfesten. Es gibt leider auch immer die Schattenseiten und Streit in den Familien. Je mehr man kennt, desto mehr erkennt man auch, wo überall Streit ist. Unter jedem Dach ein Ach, ne? Also so heißt es ja. Ne? Und nur keinen Streit vermeiden, ist der Merkspruch. Es tut einem dann auch immer ein bisschen leid, wenn man nichts machen kann. Man ist ja auch machtlos, wenn andere Spannung oder Streit haben. Machtlos. Man kann ein paar Hinweise geben und Tipps geben und aus dem eigenen Leben. Das funktioniert am besten, wenn man sagt, wie es bei einem selbst war, welche Probleme es gab, welche schlechten Zeiten es gab und welche guten Zeiten es gab. Und dann kann derjenige sich eine Scheibe davon abschneiden und gucken, mache ich es auch so oder mache ich es anders. Aber die Verantwortung an sich hat jeder zunächst mal fürs eigene Leben. Und es gibt auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die sehe ich selten. Die gesellschaftliche Verantwortung, gerade im Zeitalter der Pandemie, dass man eben nicht andere ansteckt, das ist vielen gar nicht so bewusst. Das möchte ich jetzt diesen Unternehmern da nicht unterstellen. Die sind oftmals auch klug und sehr weit in diesen Dingen. Sie sind jetzt politisch nicht links wie ich, aber sie sind durchaus vernünftig, weil es ja Mittelstand ist. So richtig reich sind die auch nicht. Also ich meine, wenn einer zwei, drei Häuser hat, ist er noch lange nicht reich. Ne? Also das gönne ich dem. Und dem will ich auch nichts wegnehmen, auch meine Partei nicht. Das wird oft verwechselt, wie Kommunist oder so. Deswegen rede ich auch gar nicht an solchen Familienfesten gerne über Politik. Also wenn mich einer konkret ansprechen würde, hier im Internet hast du das oder das gesagt, was meinst du, dann würde ich das erläutern. Aber ich bedränge mich da überhaupt nicht auf. Selbst wenn hier Rassismus im Ansatz spürbar ist oder war, ich meine, das kann ich schon hinnehmen. Ich muss nicht immer widersprechen. Und wenn man nichts sagt, ist es noch lange keine Zustimmung. Ja, das ist klar. Das war heute das Thema. Unternehmer in der Verwandtschaft, also sehr nah, auch in der näheren Verwandtschaft, dürfen Sie ruhig wissen, aber ich habe daraus keinen Vorteil. Ich bin deswegen auch nicht reicher oder sonst was. 10 Minuten sind rum. Ich wünsche Ihnen noch einen weiteren schönen Tag. Und tschüss.